Hallo und willkommen zu einer neuen 408er Runde. Diesmal starte ich komischerweise ganz am Rand. Normalerweise werde ich immer bestraft und muss in so einer Senke hier starten. Diesmal nicht. Vielleicht ist ja heute mein Glückstag, wer weiß. So, die Queen, die legt gleich mal los, beschießt den Dark Blue Panda. Und der Panda, der ist jetzt bestimmt ganz schön böse. Und rächt sich. Ah, nicht ganz. Immerhin hat er 30 geholt. Mit diesem Steinchen. Also. Das ging mal gründlich daneben. Mr. Dragaunus, Level 24. Okay, der hat noch ein bisschen Zeit zum Üben. Wow. Cooler Schuss. Und ab mit dir ins schwarze Loch. Oh, ich bin am Zug, ich habe eine schlechte Waffe, ich habe einen schlechten Bumper und, ja, mal gucken, ob das was wird. Nein, schade, nur 8 Schaden verursacht. Ich musste schauen, dass der in einem hohen Winkel reinkommt. Ich habe zu flach geschossen. Ich hätte einen Tick steiler schießen müssen. Und dann sollte der Schuss eigentlich dahin gehen. Hat nicht ganz funktioniert, egal. Aber immerhin stehe ich nicht mit leeren Händen da. Ich habe 8 Schaden. Okay. Also. Deswegen bin ich guter Dinge. Jetzt werde ich ein bisschen nass. Bitte nicht zu viele grüne Crit-Treffer. Ich mag das gar nicht. Steve? Das merke ich mir. Du hast mir 33 Armor abgezogen. Ich brauche das. Oh, der saß gut. Obwohl, nur 40. Das geht schon in Ordnung. Und Queen hat natürlich wieder die Chance, sich zu revanchieren. Hey, warum nimmst du nicht den Bumper? Ist doch viel einfacher. Queen? Hallo, deine Zeit läuft ab. Okay, irgendwie scheint er AFK zu sein. Also, Blue Panda ist am Zug. Ey, mein Gear ist weg. Naja, egal, dadurch werde ich ja nicht arg viel ärmer. Also, ich muss jetzt nicht unter die Brücke oder so. Oh, oh. Das war knapp. Komme ich nach Geki? Ich weiß es nicht genau. Ey, wow, und er verpasst mir 20. 20. Heftig. Heftig. Ich stehe hier ein bisschen blöd, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich will die Kiste und ich will auch noch ein paar Treffer landen. Deswegen schieße ich mal so. Naja, immerhin hole ich mir auch 20 und noch eine Waffe. Das geht in Ordnung. Also der Start verläuft schon mal nicht so toll für mich. Vielleicht ändert sich das jetzt mit dieser Kiste, wer weiß. Waffenauswahl ist immer gut. Das war etwas zu weit. So, Stevie. Oh, ja, okay. Der ging nicht auf den Bumper, von daher kann er mich schon mal nicht beschädigen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Jo. Er hält sich sowieso von mir weg, fern, meine ich. Von daher passt das. Ey, Level 24. Nein, 88, Kollege, haut gleich mal ab. Der war wohl nicht so ganz zufrieden mit seiner Leistung. Hm. So schlecht warst du nicht. Du warst sogar besser als ich. Egal. Dark Blue Panda ist wieder am Zug. Und er hat hier gute Möglichkeiten. Er kann auf die wirken. Oder auf Geki. Warum auch nicht? Alles klar. Ich bezweifle zwar, dass er das so geplant hat, aber warum nicht?
Dragaunus 40 mit Level 24 hängt hier wohl ein bisschen fest. Ich meine, ich könnte ihn ein bisschen rausschieben oder ihm hier dieses Gelände ebnen, wenn das Spiel das zulässt. Warum nicht? Die passende Waffe habe ich schon mal. Oh, das ist eine Missile. Wow, echt jetzt? Was für ein Schuss. Nicht schlecht, mein Lieber. Nicht schlecht. Das Problem ist, ich habe wieder so schlechte Bumper hier, ja? So. War etwas zu weit platziert. Hätte ihn da hinsetzen sollen, aber das ist nicht so einfach bei so einem kleinen Bumper. Und dann ist er noch fast auf der anderen Seite der Karte. Nicht nur fast, sondern er ist im letzten Viertel der Karte gewesen. Von daher war der Schuss okay. Oh, Level 100 Spieler. Spielt uns jetzt ein bisschen Musik. Und naja, holt sich nur 34 Schaden. Wo liegt der überhaupt? Der ist sogar unter mir. Der hat wohl auch Pech mit seinen Waffen. Wow. Nicht schlecht. Der ist fast auf ihn selbst gegangen. Und der Panda revanchiert sich natürlich gleich und holt sich 90. Woo! Aber mit dieser Waffe ist es auch nicht sonderlich schwer. Die haut echt rein, muss ich sagen. So, Dragaunus hat hier auch keine großen Möglichkeiten, wollte ich sagen. Aber der wollte sich die Kiste holen, denke ich mal, so wie er geschossen hat. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Netter Schuss. Der war wirklich nicht schlecht. Kiste oder Schaden? Das ist die Frage. Kiste oder Schaden? Und ich denke mal Schaden. 100! Mein lieber Mann, das hat sich gelohnt. Ich bin froh, dass ich mich für den Schaden entschieden habe. Und gleich nochmal hinterher. 45. Dragaunus. Ach so, ja, genau. Das war ja der ganze Sinn der Sache. Ich wollte hier ja das Gelände ebnen. Von daher passt es. Also du kannst dich bei mir bedanken. Hast jetzt ein bisschen weniger HP, aber egal. Du kannst ins Fahren. Schade. Schade, schade, schade. Da hat er eine sehr gute Möglichkeit verpasst, sich ordentlich Schaden zu holen. Also, die Queen ist wieder am Start. Und oh, bleib weg von mir. Dankeschön. Das geht auf den Hawk. Nein, er bleibt verschont. Er hat Glück. Obwohl der Wind in die Richtung gegangen ist, bleibt er trotzdem verschont. Wow. Panda kann sich zwei Kisten holen und er holt sich keine. Also ich glaube, beim nächsten Schuss oder beim nächsten Zug hole ich mir eine von diesen Kisten. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Wow. Schön geschossen. Wirklich schön. Und Geki wirbt sich wohl. Nein, wird er nicht. Meine Güte, niemand will die Kisten heute. Was ist denn los? Normalerweise streiten sich alle um die Kisten. Und heute macht das absolut niemand. Soll ich mir, ich weiß nicht, eine Kiste holen oder nicht? Ich glaube, ich hole mir die Kiste. Nein, das war zu tief. Nein, das war zu tief. Deutlich zu tief. Ich war mir meiner Sache so sicher, habe gar nicht richtig hingeguckt. Zack. Und daneben war's. Okay, der Schneeball. Der geht auch komplett daneben. So, Hypersonic. Wie steht der überhaupt? Der ist ganz unten. Und ich habe 168. Wow. Ein Flasher macht ein bisschen Schaden. 16. Schade. So, Queen ist in der Lage,
Wow. Ich wollte sagen, sich beide Kisten zu holen, macht aber auch nicht. Und hier liegt jetzt noch eine. Direkt bei Dark Blue Panda. Das Ding kam wie gerufen. So. Ich bleibe auch dieses Mal verschont. Und Dragaunus ist am Start. Und er kann auf die hier wirken. Das geht schon. Er braucht nur eine passende Waffe. Er hatte den Link gehabt, so wie ich. Und er ging komplett daneben. So, Geki. Dieses Mal? Nein, von wegen. Keiner holt sich die Kiste. Und ich bekomme schon wieder so einen dämlichen Bumper. Meine Güte, Spiel. Was soll das? Boah, wenn ich so schieß, dann... Nee. Ich hol mir die Kiste. Okay. Das gibt nur, in Anführungsstrichen, Armor. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so toll war, die Entscheidung. Aber ich habe... ich hatte auch nicht groß viel Auswahl bei meinen Möglichkeiten. Deswegen habe ich mich für die Kiste entschieden. So, Hypersonic. Nee, oder? Trifft das die beiden oder ging das zu weit? Ich glaube, das trifft noch die beiden. Nein? Nur einen von ihnen. Schade. Er hätte da deutlich mehr Schaden rausholen können mit seinem Breaker Madness. Okay, Queen. Wie sieht's aus? Gehst du auf den Panda? Mit dieser Waffe kann man das wohl schwer sagen, wohin die geht. Ja, einmal hat sie ihn erwischt und holt ihm immerhin 20 Schaden. Kann sich der Panda jetzt revanchieren? Ich glaube nicht. Er muss, wenn, dann hier ganz leicht drauf schießen, genau. Das war aber deutlich zu hoch. Ja. Alles geht daneben. Gut, Dragaunus. Du bist am Zug. Und du kannst auf diesen Bumper hier wirken. Macht er auch, so wie seine Kanone ausgerichtet ist. Denke ich mal. Hä? Was war das? Diesen Zug verstehe ich jetzt nicht ganz. Vielleicht hat er keine Chance gesehen, diesen kreisrunden Bumper hier zu treffen. Keine Ahnung, warum er sich dafür entschieden hat. Vielleicht steckt er wirklich fest mit Level 24. Naja, wenn du dieses Spiel durchhältst, Dragaunus, dann bist du mit Sicherheit Level 26 oder so. Also, oh oh. Flasher, okay. Sah gefährlich aus. Oh, danke schön, Spiel. Ich bedanke mich vielmals. Die Frage ist, was soll ich jetzt nehmen? Soll ich das hier nehmen? Glaub schon. Das Problem ist, das Ding verteilt sich so arg. Komm schon, irgendwas. Na, wenigstens 12 Schaden. Der Bumper war hier zu weit weg. Und die Streuung von der Waffe ist einfach zu groß, als dass man da ordentlich was erreichen kann. Ey, Gier, bleib hier. Steve, an dich kann ich mich erinnern. Ich glaube, ich habe gegen dich vorgestern gespielt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Okay. Steve hat nur noch 47 und er hat 41. Das heißt, ich kann sie in einem Zug erledigen. Vielleicht? Nee, mit der Disco-Kugel glaube ich nicht. Die streut so arg. Da bezweifle ich, dass ich sie beide ausschalten kann. Aber ich bräuchte jetzt mal einen passenden Bumper hier. Das wäre echt nicht schlecht. Ich muss immer über die halbe Karte schießen. Okay, Dragaunus, du bist am Zug und er fährt ein Stück weg. Er will nämlich auf Steve wirken, so wie es aussieht. Würde ich auch machen. Er trifft aber daneben. Ja, genau, so einen Bumper bräuchte ich jetzt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was ich für eine Waffe einsetzen soll.
Oh oh, was ist das? Luftangriff, oder? Ja. Und er trifft mich. Wow, heftig. Wie viel zieht er mir ab? Oh, da ist noch einer unterwegs. 43, okay. Ja, das Problem ist jetzt, dass ich keine ordentliche Waffe habe. Nein! Ganz knapp auf ihn. Ich wollte noch ein bisschen höher schießen, aber mir ist die Zeit ausgegangen, deswegen konnte ich nicht korrigieren. Oh, das war echt doof. Schade, ich habe meine Chance vertan. Oh, das ärgert mich jetzt. Ich muss auch mal anfangen, langsam hier was zu tun. Ja, genau. Genau an das habe ich auch gedacht. Ich hoffe, Sonic, Hypersonic Hawk nimmt ihn nicht raus. Okay, die sind beide runter auf 22 und 16. Das heißt, Disco-Kugel könnte die killen, wenn ich sie hier platziere. Ja, wird sich zeigen. Der Ring ging schon mal nach außen. Dragaunus ist am Zug. Nein, fahr in die Richtung, du fährst zu weit weg. So kann ich nicht euch beide auf einmal beschießen. Und er verschießt seinen Vogel. Okay. Ja, das war auch nicht einfach. Das ist okay. Da geht halt auch oft was daneben. Nein. Er hat wieder Breaker Madness. Glaube ich das? Wow. Wow. Der Hammer. Also. Ich bin am Zug und ich versuche mal was. Ja, ich treffe mich auch noch selber. Danke. Es war ein Tick zu weit. Aber immerhin habe ich jetzt einen weniger bei mir, der mir gefährlich werden kann. Ich denke nicht, dass Steve das Ganze überlebt hier. Wahrscheinlich würden jetzt Hypersonic oder so rausnehmen. Ist ein bisschen schlecht mit diesen Bumpern. Er wird wahrscheinlich auf Geki gehen. Ja. Okay, die ist ein bisschen zu weit, als dass sie ihm gefährlich werden kann. Puh, Steve wird sich die Kiste klauen. Nein, Steve war schon dran. Wenn... Nein, der war auch dran. Ist okay, die Kiste... Ich weiß nicht, ob mein Sprit bis zur Kiste reicht. Hm. Könnte knapp werden. Sehr knapp sogar. Das ist wieder ein Flasher. Oh. Ich versuch's mal dahin. Nein, es reicht nicht. Das kann ich vergessen, das sehe ich jetzt schon. Und ich nehme meine Orbitals und gehe auf Steve. Also. Steve ist raus. Ich habe einen Kill mehr. Und ich näher mich der Spitze an. Hypersonic wird mit Sicherheit auf mich gehen. Ja. Und er trifft ein bisschen. Wie viel waren das jetzt? 30. Alles klar. Was mich aber freut, ist, dass er sich nicht die Kiste geholt hat. Und was mich noch mehr freut, ist, dass Queen jetzt näher zu Hypersonic aufgerückt ist. Das heißt, ich kann bei beiden Schaden machen. Oh. Bitte nicht. Ich bekomme nur so einen Müll? Falsche Taste. So, ich habe einen Bolt.
Und die Disco-Kugel, die verschieße ich jetzt auch dahin. Ah, nein! Ich hab diesen kleinen Hügel nicht hier gesehen, ey. So eine Mistrunde, ey. Junge, Junge, den Hügel habe ich komplett übersehen. Und meine Waffe stand direkt drin. Mein Kanonenrohr, meine ich. Oh, so ein Mist. Er sagt, das ist seine beste Runde. Naja, bei deinen Waffen, Geki. Der hat zweimal Breaker Madness gehabt und dann Feuerwerk und solche Sachen. Klar, da kommt einiges an Schaden zusammen. Okay, das geht nicht auf mich. Das finde ich schon mal gut. Also, nehme ich den Boulder? Glaub schon. Und diesmal mache ich diesen dämlichen Fehler nicht. So. Wow. Das war mal ein richtig cooler Boulder. Mit dem habe ich gut abgeräumt. Ja, das bringt mich auf den zweiten Platz. Finde ich schon mal sehr gut. Oh yeah. Das geht auf ihn selbst. Trifft aber auch Geki. Sigi, mir nicht gefährlich werden. Bei deinen Waffen kann ich dir auch nicht wirklich gefährlich werden. Der hat echt gute Waffen in dieser Runde. Nein! Ich wollte mich noch umentscheiden, auf den oberen Bumper wirken. Was ist Level 2? Relocator. Okay. Was hat er jetzt? Das ist, glaube ich, Bonus Strike oder so. Ja, genau. Ey, glaube ich das? Verpasst mir halt noch 21 Crit. Junge, Junge. Geki, dein Glück möchte ich haben. Also, er ist wieder geschützt durch das schwarze Loch hier. Boah. Keine Ahnung, was ich hier wirklich machen soll. Nein. Nein, nein, nein. Also. Er kann auf uns wirken. Ey. Er verschwindet. Was nehme ich? Quicksand, BFG. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss ich Vollgas geben und ich muss da hinschießen. Ja. Wunderbar. 72. Ey, Spiel. Ich find's echt toll, dass du jetzt auch mal an mich denkst. Also, bis jetzt sieht es gut aus. Ich habe Geki ordentlich eine verpasst. Er hat einen Vulkan. Der geht aber daneben, weil ich geschützt bin. So, jetzt passt auf, was nehme ich? Ich könnte mal den hier verschießen, oder? Ich könnte den hier verschießen und ich darf nicht zu arg auf ihn wirken. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Perfekt ausgeführt. Finde ich gut. Ich brauche nur noch einen ordentlichen Treffer. Wenn er jetzt nicht eine Monsterwaffe auspackt, dann bin ich zufrieden. Dieses kleine Steinchen kann mir nicht mehr gefährlich werden. So. Also. Soll ich den Fighter-Chat nehmen? Oder
Throwing Star. Nee, ich nehme den Fighter Jet. Ich nehme den Fighter Jet. So. Das war ein schönes Spiel. Ich habe es zwar nicht an die Spitze geschafft mit meinem Schaden, aber dafür habe ich das Spiel für mich entschieden. Und ich fand's gut. Zum Schluss, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, du schaust auch demnächst mal wieder bei mir vorbei. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.